Und damit willkommen zurück zu The Book of Unwritten Tales mit mir, der Uka, und der Ivo und Cheep Cheep. Wir reden mit Cheep Cheep. Hast du eine Idee, welches Artefakt so mächtig sein könnte, dass es einen zum Herrscher der Welt macht? Nein, das ist im Meer versunken. Nee, der wurde wieder in das Feuer geworfen, in dem er geschmiedet wurde. Der Ringe, der Ringe. Nein, ich habe auch keine Ahnung. Es muss irgendetwas sein, das keiner auf der Rechnung hatte. Etwas, nach dem niemand gesucht hat. Im Buch des Gremlins wird es stehen, wenn ich es doch nur schon hätte. Ja, das holen wir ja jetzt. Stimmt, der Vogel sitzt auf der Vogelscheuche. Warum macht dir die Vogelscheuche keine Angst? Ja, sicher, als ob. Normalerweise bist du der Erste, der die Flucht ergreift. Mach's gut, Kleiner, und stell nichts an. Cheep, cheep, okay. Ja, wir müssen in das Haus des Gremlins und ich finde das Haus eigentlich richtig schnuckelig. Ich würde da zwar nicht gern drin wohnen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Dach dicht ist, aber hey, wir schauen uns erstmal hier außen an, alles an, um einige gestapelte Holzscheite. Mit so einem kleinen Vorrat wird McGuffin nicht durch den Winter kommen, nicht mal durch den Herbst. Der hat vielleicht noch mehr irgendwo? 3 sollten reichen. Warum nimmst du Holz mit? Du hast doch gar keine Ahnung wofür. Aber sie hat Feuerholz dabei. Okay, dann nehmen wir ein auf dem Kopf stehender Blumentopf aus Ton. Nimm mal mit. Darunter liegt ein Stein. Das dürfte ein Feuerstein sein. Ich stecke ihn ein. Clever. Vermutlich wollte der Professor verhindern, dass der Stein nass wird. Wollte ich auch gerade sagen. Clever. Unter einem Blumentopf wird er nicht nass. Und eine Gießkanne. Eine alte Gießkanne aus Metall. Selbst für Gremlin-Verhältnisse ist sie klein. Also wenn ich die jetzt mit ihr vergleiche, finde ich die eigentlich normal groß. Nicht besonders klein. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen einfach alles mit. Ihr kennt das ja, das läuft ja in Point-and-Click-Adventures immer so. Beziehungsweise, wenn ihr es nicht wisst, es läuft in Point-and-Click-Adventures immer so. Man guckt erstmal alles an, nimmt alles mit und dann überlegt eine man, wofür man es braucht. Eine zerrissene, windschiefe Vogelscheuche. Die Kleidung ist von Mäusen zerfressen, aber der Hut hat was. Kommt einem doch auch irgendwie bekannt vor, jedes Outfit. Eine Vogelscheuche, die nicht einmal Cheep-Cheep Angst macht, ist eindeutig nicht zu gebrauchen. Bist wohl ein kleiner ängstlicher Vogel, Cheep, hm? Gestrüpp haben wir da hinten. Unter dem Gestrüpp steht ein Stein. Irgendetwas steht darauf, aber ich kann es nicht erkennen. Könnte ein kleiner Grabstein sein. Ich kann das Gestrüpp nicht mit bloßen Händen entfernen. Es ist sehr dicht und hat Stacheln. Du bist eine Waldelfe. Nimm einen Stock oder sowas. Okay, dann gucken wir uns hier mal den Schornstein an. Eine gewagte Konstruktion. Und wie das ganze Haus ziemlich windschief. Sieht nicht so aus, als würde er noch lange halten. Der hat halt Charme. Das ist halt so. Das ist halt nicht alles hier 0815 Haus aus dem Katalog. Das ist halt noch ein Haus mit Charme. Ein drehbares Metallgestänge. Man kann Töpfe oder etwas in der Art einhängen und dann über das Feuer im Kamin schieben. Okay. Und Steinscheiben? Sieht aus wie eine Mühle. Das ist eine primitive Mühle, würde ich sagen. Man kippt Getreide oben ins Loch und dreht den oberen Stein. An den Seiten kommt dann das Mehl heraus. Genau. Das ist eine primitive... An den Seiten... Okay. Die werden wir also noch brauchen. Und der Brunnen? Das Grundwasser ist in dieser Gegend nur ein paar Meter unter dem Boden. Vermutlich ist der Brunnen nicht viel tiefer. Okay, Brunnenseil. Das Brunnenseil ist an der Winde befestigt. Es sieht nicht sonderlich reißfest aus. Kurbel doch mal dran. Das geht verdächtig leicht. Das Seil ist gerissen und der Eimer dürfte am Grund des Brunnens liegen, dort, wo er niemandem hilft. Gut. Das Seil ist gerissen. Ja, okay. Das Seil ist gerissen, verfault, was auch immer. Wir haben hier oben noch eine Holzkonstruktion vor dem Fenster. Die schauen wir uns doch schnell mit an. Und ich glaube, dann müssten wir hier draußen so ziemlich alles haben. Wo das kleine Fenster ist eine Holzblende montiert worden. Es sieht aus, als könnte man die Blende hochklappen. Hängt nur ziemlich weit oben.
Okay, da können wir jetzt noch nichts machen. Ich guck mal schnell. Ich glaube, ah, davon haben wir noch Kürbisse. Die haben wir uns auch gar nicht angeguckt. Die schauen wir uns noch schnell an und ich glaube, dann haben wir alles. Ein Kürbisbeet. Nicht sonderlich gepflegt. Vermutlich verbringt MacGuffin zu viel Zeit hinter seinen Büchern und zu wenig in seinem Garten. Jawohl. Okay. Ich muss gerade schnell gehen. Entschuldigung. Dann ab ins Haus, würde ich sagen. Gucken wir uns drinnen um. Interessant. Sieht aus wie das Haus eines typischen Archäologen mit dem ganzen Krümpel. Gut. Kasten an der Wand. Fangen wir hier an. Da ist der Was Troll zum oder Henker Ogre ist das durchgeplatzt denn? vorhin. Ein Kasten mit einer Art Glasauge. Er scheint genau vom Giebelfenster zu hängen. Keine Ahnung, wofür der gut ist. Okay, das Chaos. Typisch Junggeselle. Alles liegt durcheinander. Teller, Töpfe, Becher. Und an allem klebt eine Mischung aus Staub, Fett und toten Fliegen. Lecker, vielleicht isst er gerne tote Fliegen, du Ich weißt es räume hier nicht. garantiert nicht auf. Warum hat das der Geselle des Gremlins nicht gemacht? Der hat wahrscheinlich auch keinen Bock. Das könnte ich jetzt gut verstehen bei dem ganzen Chaos hier. Was haben wir da? Holzzuber. Okay. Ein Holzzuber, etwa halb voll mit Wasser. Na toll, darin schwimmt die Wäsche des Professors. Weiße Hemden, graue Socken, rote Unterhosen. Ein Holzzuber, na toll. Okay, den werden wir wohl auch noch brauchen. Und aber wer ist denn bitte so blöd und wäscht rote Unterhosen mit weißen Hemden? Da werden die Hemden rosa, das weiß doch jeder. Das scheint der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige Stücke Spiegelglas. Der Spiegel ist so gedreht, dass er den Kamin zeigt. Seltsam. Gucken wir uns doch mal genauer an. Oh, Das scheint Entschuldigung. der Rahmen eines Spiegels zu sein. An den Rändern hängen noch einige. Der Spiegel. Okay, also der wird auch noch wichtig. Was haben wir denn hier sonst noch? So eine Karotte? Nee, aber ein kleines silbernes Schild, okay. Ein kleiner altertümlicher Schild. Die Innenseite ist blank poliert. Nehmen wir mit. Gut. Und den Ofen Das schauen wir ist die uns an. Rückseite des Kamins. Wenn MacGuffin Essen aufwärmen wollte, musste er es nur in einen der beiden kleinen Kachelöfen schieben. Okay. Hier haben wir dann nichts mehr. Dann weiter hierhin. Die Leuchtqualle. Eine Standard-Leuchtquelle, wie man sie hier überall findet. Diese hier leuchtet allerdings nicht mehr und wird es auch nie wieder. Oh, hat die Leuchtqualle getötet. Leuchtquallen sind eigentlich genügsame Tiere. Sie brauchen Wasser und ab und zu etwas Futter. Ich schätze mal, dieser hier hat an letzterem gefehlt. Toll, er hat seine Lampe getötet. Dann haben wir noch ein paar Sachen. Ich fange auch mal hier mit der Steinsäule an. Sieht aus wie ein Sockel für eine Statue. Er ist aus Stein und mit seltsamen Schriftzeichen bedeckt. Aha. Oben auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Oben auf dem Sockel. Okay, also wird auch noch wichtig und eine Eine Steintruhe. steinerne Truhe, die in einer Holzkiste steht. Die Holzkiste sieht sehr billig aus. Es könnte sich um eine Lagerkiste handeln. Die Natürlich, Steintruhe ist klar. verziert und auf ihr stehen Schriftzeichen. Ich kann sie nicht lesen. Machen wir trotzdem auf. Wir wühlen jetzt erstmal in allem rum. Was Immerhin soll müssen schon wir das wichtige passieren? Buch finden. Das könnte ja genauso drin sein, ne? Sand. Kommt es mir nur so vor oder ist es hier gerade wärmer geworden? Die Lade ist bis oben mit feinem Sand gefüllt. Keine Ahnung, ob da sonst noch etwas drin ist. Ich Na. kann den Sand ja schlecht Korn für Korn durchwühlen. Doch. Einfach mal die Hand reinstecken und gucken. Nicht? Okay. Dann ein Steinkopf. Wo ist da ein Steinkopf, wenn ich Ein hier lang kann? seltsamer Ach, Steinkopf. hier. Ups, Entschuldigung. Vielleicht ein Mitbringsel des Professors von einer seiner Forschungsreisen. Oh nein, ich habe den Text weggeklickt. Es tut mir leid, ihr müsst entschuldigen. Ich habe zu schnell geklickt in Eine der kleine Holzschachtel. Holzschachtel. Sieht nicht antik oder allzu wertvoll aus, aber trotzdem eine schöne Arbeit. Okay, aufmachen, reingucken, mitnehmen. Sie ist abgeschlossen. Trotzdem aufmachen. Okay, dann haben wir hier einen Stapel Dokumente, den schauen wir uns mal noch schnell an. Altes Pergament und vergilbte Papiere, gefüllt mit Texten in verschiedenen ausländischen Sprachen. Adunage und Weston, Quenya und Sindarin. Und technische Zeichnungen in Kustul. Alles klar, nehmen wir mit.
Gut, dann haben wir hier. Ah, das ist also das Buch. Das schauen wir uns ganz zum Schluss an, würde ich sagen. Wir gucken erstmal noch alles andere. Bücher über Bücher. Die meisten sind uralte Schinken. Sie sind in allen Sprachen der Welt geschrieben, wie mir scheint. Okay, Das was Buch, von dabei? dem MacGuffin erzählt hat, ist im Keller versteckt. Ach so. Diese Bücher hier interessieren mich nicht weiter. Okay, also dann können wir uns das hier doch angucken, wenn das nicht das ist und sie Ein das schon weiß. großes handgeschriebenes Buch. Es sieht aus, als wäre es häufig benutzt worden. Gut, blätter mal, lies mal. Es ist das Tagebuch des Gremlins. Vielleicht finde ich hier Hinweise auf den Keller. Mal sehen. Wer hätte jemals gedacht, dass es jemandem wie mir, einem alten Archäologen, zufallen würde, diesen Wahnsinn zu stoppen? Und den Schlüssel dazu fand ich nicht etwa auf einer meiner Expeditionen, nicht in dunklen Kerkern oder feurigen Bergen. Nein. In einem alten Buch habe ich den Hinweis entdeckt. Er muss das Buch meinen, das im Keller versteckt ist und in dem sich die Hinweise auf den Aufbewahrungsort dieses Artefakts befinden. Verteckt. Da Hm. stand Die verteckt. Aufzeichnungen enden mitten im Satz. Ich frage mich nur, warum ich noch nichts von Erzmagier Alistair gehört habe. Schon gestern früh habe ich Bechtel mit der Botschaft losgeschickt. Hoffentlich ist ihm. Das war der letzte Eintrag. Vor diesem Eintrag gibt es aber noch einige andere. Okay, dann lesen wir die anderen Einträge. Was steht hier zu Anfang auf der Seite? Ich habe heute die Bücher untersucht, die ich aus dem Grindelgebirge mitgebracht habe. Darunter auch ein Buch über Kräuter und Tinkturen. Ein altes Kräuterweib behauptete, ich würde darin Rezepte gegen meine kalten Füße finden. Eine einzige Enttäuschung, nur abergläubisches Geschwätz von Froschaugen und Wollsocken. Ich wollte das Buch schon verfeuern, als mir auffiel, dass der Band noch mehr beinhaltete. Eine verstörende Geschichte über das tragische Verhältnis eines Zauberers zu seinem Hausschaf Boris sowie den Reisebericht eines Feenforschers. Im Reisebericht wurde geschildert, wie der Forscher auf der Suche nach unbekannten Feenstämmen auf einer Insel in der Westsee strandete. Er hat einige sehr schöne Zeichnungen von Tempelruinen angefertigt, die dort auf der Insel zu finden sind. Ich werde mir einen Spaß daraus machen und die von ihm abgezeichneten Runen übersetzen. Der nächste Eintrag wurde 2 Tage später gemacht. Es ist nur schwer zu lesen. Der Gremlin scheint sehr aufgeregt gewesen zu sein. Es muss der Eingang sein. Der Zorn der Götter ließ den Tempel im Meer versinken, natürlich. Aber nicht alles, nicht alles. Bei den Göttern. Meine Hände zittern. Und das, obwohl Bechtel mir einen Tee mit beruhigenden Kräutern gemacht hat, bevor er losgezogen ist. Der gute Bechtel. Er hat ja keine Ahnung, wie bedeutend meine Entdeckung ist. Ich habe ihn zu Meister Alistair geschickt, dem Erzmagier der Menschen. Er soll ihm einen versiegelten Brief geben. Morgen, schon morgen wird Meister Alistair hier sein, und ich kann diese schreckliche Verantwortung von meinen Schultern laden. Ich werde kein Auge zutun können. Als nächstes folgt der letzte Eintrag, den ich vorhin schon gelesen habe. Mehr steht dort nicht. Dafür ist aber schon ganz schön viel beschrieben hier. Ja, okay. Gut, wir wissen jetzt also, wie es quasi dazu kam. Er hat ein Buch gefunden, da standen Runen drin, die hat er übersetzt und dann hat er irgendwas gefunden, herausgefunden, zu dem dieser Ring der Schlüssel ist, vermutlich. Okay, dann die Kiste mit Werkzeug. Was ist denn da Schönes drin? Ich glaube, das sind Dinge, die der Professor für seine Ausgrabungen benötigt. Pinsel, eine kleine Schaufel, ein Sieb. Ein Sieb, her damit. Ich stecke das Sieb ein. Der Rest sieht ziemlich unbrauchbar aus. Ab in den Sand. Ich weiß, ich bin noch nicht fertig mit Erforschen eigentlich, Da aber ist etwas drin. wenn es Ein so kleiner offensichtlich ist. Messingschlüssel. Das gehört doch sicher da rein, oder? Ja, perfekt. Mal sehen. Im Kästchen liegt ein Stück Papier. Aha. Der Zettel ist eng beschrieben. Deus ex machina. Der Geist in der Maschine, lautet die Überschrift. Da ist auch eine Zeichnung von einer Steinfigur. Zu ihren Füßen steht eine Schüssel mit einer Flüssigkeit. Mal sehen. Der Geist in der Maschine kennt alle Geheimnisse dieses Hauses, steht hier. Bla bla.
Fülle den Treibstoff in die Schale zu Füßen der Maschine, um den Geist zu wecken. Treibstoff? Ah, hier. Mahle die Bohnen und kippe das Pulver in kochendes Wasser. Fülle den Trank dann in die Schale. Das hatten wir schon. Die Bohnen erhältst du aus der Maschine. Seltsam. Eine Maschine, die alle Geheimnisse des Hauses kennen soll? Aha, okay. Ja, dann haben wir hier nur noch diesen auffälligen Sarkophag. Den schaue ich mir doch jetzt auch noch mal genauer an. Sieht aus wie ein uralter Sarkophag. Seltsam. Hier an der Seite sind Scharniere wie bei einer Tür. Ja, mach mal bitte auf. Da könnte ja was Wichtiges drin sein, ne? Schade, nur eine stinkende Mumie. Die hat gerade geblinzelt. Was haben wir hier? Was tust du, Mortimer? Was zum... Habt ihr... Hast du gesprochen? Hä? Du sprichst? Ich? Nein. doch, ganz offensichtlich. Was ist offensichtlich? Na, dass du sprechen kannst und es auch tust. Aber selbstverständlich. Aber eben meintest du, du würdest es nicht. Warum bist du so komisch, Mortimer? Ich bin nicht Mortimer. Wo ist Mortimer? Heißt MacGuffin der Gremlin-Archäologe, der hier lebt, so? Wie? Mortimer. Ja? Du heißt Mortimer? Aber nein! Ich glaube, wir beenden das Gespräch an dieser Stelle. Ich glaube, du wirst langsam tüttelig, Mortimer. Ja, genau. Wir haben eine Mumie, die... Vermutlich gibt es nur wenig Sauerstoff im Sarkophag. ...ein bisschen einen in der Waffel hat. Ja. Okay. Es ging nicht von selbst weiter. Ich musste jetzt oben hier auf dem Sockel gibt es eine sechseckige Vertiefung. Vielleicht die Halterung für eine Statue. Aber wir haben ja keine Statue. Nochmal in die Holzkiste gucken. Da ist noch etwas. Unter dem Papier war eine sechseckige Steinscheibe versteckt. Auf der Oberseite hat sie so etwas wie einen Knauf. Dass der nicht alles rausnimmt hier, ist schon gemein. So, bitteschön. Sechseckig, Vertiefung. Mal sehen. Scheibe, passt. Passt perfekt. Ob man... Wie hübsch. Okay, die Tasse. Die Schale ist einige Zentimeter tief und leer. Am Boden sieht man bräunliche Verfärbungen. Nehmen wir mit. Die Schale ist einige Zentimeter... Okay, dann die Statue. Das ist die ominöse Maschine, in der der Geist leben soll. Zu ihren Füßen steht ein Behältnis für den Treibstoff. Die Statue hat kleine Löcher in der Nase und es scheint, als könne der Mund geöffnet werden. Okay, dann, wenn du wirklich alle Geheimnisse kennst, Maschine, dann bitte sag mir doch mal, wo das Buch ist. Hallo, du da drin! Geist! Gib mir die Bohnen für deinen Trank! Oh mächtiger Geist in der Maschine, gib mir die Bohnen für deinen köstlichen Göttertrunk! Sieh es mal so. Wenn du mir nicht die Bohnen gibst, kann ich dir deinen dämlichen Trank nicht mixen. Damit ist niemandem gedient. Ach so. Na dann. Warum nicht gleich so? Ja, das ist Kaffee. Sie sind ziemlich hart, fast wie Nüsse. Etwas in der Art habe ich noch nicht gesehen. Da ist wohl ein kaffeesüchtiger Geist drin. Okay, dann werden wir mal Kaffee kochen gehen. Nur wie? Ich frage mal nochmal den Sarkophag. Vielleicht ist er jetzt gesprächiger. Es muss wohl sein. Gut, dass du da bist, Mortimer. Hier war eben eine seltsame Person, die meinte, sie wäre du. Ich war das. Du warst das, Mortimer? Warum hast du dich als du selbst ausgegeben? Oh Mann. Das ergibt doch keinen Sinn. Ja, eben. Ja, eben, ne? Hast du etwas mit deinen Haaren gemacht? Du siehst so anders aus. Verwechselst du mich ernsthaft mit einem meterhohen, alten, runzligen, glatzköpfigen Gremlin? Sei nicht so hart zu dir, Mortimer. Sieh mich an. Ich habe auch schon bessere Tage gesehen. Ich bin nicht Mortimer. Mortimer hat mich hergeschickt.
Ich suche einen Geheimkeller. Kannst du mir sagen, wie ich in den Keller komme? In den Keller? Natürlich. Und? Wie komme ich in den Keller? Was für ein Keller? Was? 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 Du bist gewachsen, Mortimer. Ja, wir haben Spaß. Du bist gewachsen, Mortimer. Cool, die Bubi ist einfach genial. Immer wieder schön. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Feuer draußen, wenn wir den Kaffee kochen müssen. Und mühlen können wir hier die Bohnen ja auch. Also dann mühl du mal. Und los. Es funktioniert. Die Bohnen werden zu Pulver gemahlen. Das war's. Okay. Und dann machen wir hier mal Feuer im Kamin. Dürfen wir nachher nicht vergessen, dass wir das wieder ausmachen müssen, weil, Die werden einige Stunden brennen, wenn sie erst mal brennen. Ja, wie? Der Feuerstein. Aber wir haben Ich keinen kann doch Zunder. mit einem Feuerstein nicht direkt Holzscheiter anzünden. Ich brauche etwas leicht Entflammbares, um das Feuer in Gang zu bringen. Zettel aus der Kiste? Die Bohnen und... Ach so, nee. Aber die unvorstellbar wertvollen Dokumente. Ja klar, Ivo Die zündet werden einfach gut alles brennen. an. Sie sind staubtrocken. Hier liegt ja nicht genug Laub oder so rum. Trockenes Ich Laub, weil versuche es Herbst mal. ist. Ivo zündet lieber die Dokumente an. Okay. Was? Und hat sie gerade ein Feuerzeug in der Hand? Oh, Mann. Gut, dann gehen wir mit der Gießkanne zum Brunnen und knoten die da dran und holen uns ein bisschen Wasser. Das sollte halten. Probieren wir es mal. Und rutsch ist die Gießkanne auch weg, ne? Hat funktioniert. Ah, Damit habe perfekt. ich eine Gremlin-Gießkanne voll Wasser. Dann den Kaffee in die Lieber Gießkanne. nicht. In der Anleitung steht, dass das Wasser kochen muss, bevor ich das Pulver hineingeben kann. Ach Mann, das hat man nicht so wählerisch hier. In Ordnung. Die Gießkanne mit dem kalten Brunnenwasser hängt am Gestell. Okay, dann das Gestell Mal ins sehen. Feuer. So, warten. Oh, das ging aber schnell, wenn auch mein Das Wasser Wasserkocher so kocht. schnell agieren würde. Respekt. So, dann holen wir den Halter an wieder raus. Eine Gießkanne voll heißem Wasser. Du sollst dir die nicht ins Na Inventar gut. packen. Einfach nur das Pulver reinkippen, hätte schon gereicht. Das Wasser verfärbt sich bräunlich. Und es riecht. Nicht übel. Damit ist der Treibstoff für die Maschine fertig. Okay, dann ab ins Haus. Und dann zurück zu der Maschine. Dann gießen wir doch mal den Kaffee, den Treibstoff, natürlich den magischen Trank, in die Tasse. Und wehe, dieser ganze Aufwand war umsonst. Hallo? Du, Geist, ich muss in den Geheimkeller. Hilfst du mir jetzt? Hallo? Danke. Finde ich gut. Na dann. Cleverer Mechanismus, muss man schon sagen. Immer mal runter da. Kaffee gekocht und dafür einen Geheimkeller freigeschaltet. Das Okay, hier wäre müssen wir also erstmal der kommen. sagenumwobene Geheimkeller. Ich sehe hier schon ein Lichträtsel an Der der Keller Wand. geht hinter diesem Gitter noch weiter. Ich kann nichts erkennen, aber ich würde wetten, dass sich das Buch im abgesperrten Bereich befindet. Ah, okay. Dann schauen wir uns doch hier einfach mal um. Hinter dem Gitter stehen drei kleine Steinfiguren auf dem Boden. Jede von ihnen hat einen anderen Edelstein als Auge im Kopf. Diese hier hat einen blauen Saphir im Schädel. Okay, dann haben wir einmal grün. Die Spinne hat einen Smaragd auf dem Rücken, grün und unergründlich. Und Die einmal Figur rot. stellt etwas wie einen Hund dar. Er hat einen großen Rubin als Auge. Okay. Die Figur stellt. Gut, die brauchen wir also noch. Gerümpel. Schau dir mal das Die Gerümpel an. traurigen Überreste untergegangener Kulturen.
und des letzten Campingausfluges. Ja, besonders des letzten Campingausfluges. Ich kann nichts Interessantes in all dem Krempel entdecken. Okay, dann ein etwa 2 Meter langer Stab mit einem Kopfstück aus Bronze. Sieht aus, als fehlt da etwas. Ach, nimm mit. Auf dieser Zeichnung sieht es so aus, als gehörte ein Diamant dorthin. Wir nehmen den einfach mit. So. Und was haben wir hier sonst noch? So eine Heckenschere nehmen wir auch. Auch ein Geheimkeller ist letztlich nur ein Keller. Und in denen werden Gartengeräte wie diese Gartenschere abgelegt. Nimm mit, pack ein. Du musst nicht immer warten. Solange ich jetzt nicht auch noch die Gartenarbeit machen soll. Doch, ich fürchte, darauf wird es hinauslaufen. Ich weiß nämlich leider noch, wie es hier weitergeht. Da haben wir eine kleine Steinfigur. Gucken wir die mal an. Eine kleine, dicke Figur. Sie hält einen Spiegel über ihren Kopf. Sieht uralt aus. Okay. Eine kleine... Gut. Und die Wandzeichnung. Eine Zeichnung auf einer Steinplatte. Sie zeigt einen Mann in einer weißen Kutte mit einem Stab in der Hand. Im Kopfstück des Stabes strahlt ein Diamant. Eine Art Lichtstrahl erhellt ihn. Okay, ich glaube, dann haben wir hier unten erstmal alles gesehen. Wir gehen zurück nach oben, weil wir jetzt irgendwie an diesen Diamanten kommen müssen. Oh, ein Holzgefäß. Der Krug eines Zimmermanns. Können wir den mitnehmen? Das scheint der Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Vermutlich lohnt eine genauere Untersuchung nicht. Okay, ist auch nicht wichtig gewesen. Ja, wir haben jetzt als einzigen Hinweis momentan die Heckenschere und hier draußen war ja das Gestrüpp. Das heißt, wir machen ein bisschen die Gartenarbeit. Ich habe es geahnt. Jetzt mache ich also doch noch die Gartenarbeit. Ja, komm, mal so einen kleinen Stein hier freilegen. Das ist ja wohl keine Arbeit. Es ist tatsächlich ein Grabstein. Okay, ein Grabstein? Na dann. Ein kleiner Grabstein aus Granit. Kinski steht drauf. Ah ja. Ein kleiner Grab... Okay, das ist jetzt... Ja. Aber ich fürchte, dann haben wir leider keine andere Wahl mehr, als nochmal mit der Mumie zu reden. Ich freue mich. Hallo. Mumie. Huhu. Huhu. Oh, süß. Weißt du, wo ich einen Edelstein, genau. Ich weiß, du warst nie da unten. Aber im Keller stand ein Stab. Und ins Kopfstück dieses Stabs gehört ein Edelstein, ein Diamant. Weißt du vielleicht, wo der ist? Aber natürlich, Mortimer. Du hast mich doch gebeten, ihn zu verstecken. Weißt du es nicht mehr? Ich habe es wohl vergessen. Wenn du mich nicht hättest. Würdest du ihn mir bitte geben? Ich brauche ihn mal kurz. Wen? Den Stein. Und bevor du fragst, ich meine den Stein, den du für mich aufbewahren solltest. Und erzähl mir nicht, du hättest es vergessen. Wie könnte ich das vergessen? Es war dir sehr wichtig, dass niemand den Stein finden kann. Okay. Dann gib ihn mir bitte jetzt zurück. Wie käme ich dazu, einer völlig fremden Person Mortimers Stein zu geben? Verdammt. Aber ich bin Mortimer. Aber ich bin Mortimer. Hm. Das ist doch lächerlich. Du bist zu groß, zu dünn, zu haarig und du hast diese Dinger da. Okay, dann schickt Mortimer mich halt. Ich bin eine Freundin von Mortimer. Er schickt mich, etwas aus dem Keller zu holen. Ich habe dich hier noch nie gesehen und ich vergesse nie ein Gesicht. Bitte, es ist dringend. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich würde nur einer wirklich guten Freundin von Mortimer den Stein geben. Das bin ich. Ich habe ihm einmal das Leben gerettet. Vielleicht. Je nachdem, was danach aus ihm geworden ist. Wenn du eine gute Freundin von Mortimer bist, dann wirst du mir folgende Frage beantworten können. Welche Farbe hat seine Unterwäsche? Rot, das weiß ich. Sie ist rot. Rot. Er trägt meistens rote Unterwäsche. Das ist richtig. Rote Seidenunterwäsche. Aber das reicht mir noch nicht. Sage mir, wie heißt seine Katze? Die Katze hieß Kinski. Ach, deswegen mussten wir den Grabstein freilegen. Jetzt weiß ich es wieder genau. Seine Katze ist schon vor längerer Zeit gestorben. Draußen steht ihr Grabstein. Sie heißt Kinski. Es war ein Kater.
Der Arme hat immer so gerne mit meinen Mullbinden gespielt. Oh. Ja, traurig, traurig. Aber damit habe ich ja wohl bewiesen, dass ich eine gute Freundin des alten Mortimer bin, oder? Du hast mir erst eine Frage beantwortet. Zwei. Hä? Du hast mich nach seiner Unterwäsche gefragt. Aber warum sollte mich seine Unterwäsche interessieren? Komm schon, beim Thema bleiben. Gibst du mir nun den Stein? Noch nicht ganz. Eine letzte Frage habe ich komm, noch. Schieß raus. Was sagte Graf Grunschfeld von Pieperbock zu seinem Adjutanten Henninger kurz vor der Schlacht am Buddlerberg? Hä? Falsch. Nein, ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich bin mir auch etwas unsicher. Es ist so etwas wie eine Codefrage. Und du kennst die Antwort? Sicher. Mortimer hat sie mir verraten. Und du hast sie nicht vergessen? Ich, nein. Ihm also, gut. Wie lautet die Antwort? Ich bin dein Vater, sagte er. Er sagte, Henninger, ich bin dein Vater. So ein Quatsch. Ich sehe tote Menschen? Das war vor der Schlacht. Nein, nein, das ist alles falsch. Nun sprich. Was sagte er zu seinem Adjutanten? Er sprach von einem Angebot, das man nicht ablehnen kann. Grunschfeld machte Henninger ein Angebot, das dieser nicht ablehnen konnte. Tatsächlich? Was bot er ihm denn an? Er machte ihm wirklich ein Angebot? Nein. Was sagte Grunschfeld zu Henninger? Okay, Antwort auf deine Frage lautet 234. 234, natürlich. Wie? Was? 234, das weiß ich ganz genau. Mortimer hat es mir viele Male gesagt. 234, was? Wie kann man das als guter Freund von Mortimer denn nicht wissen? Aber wie? Was denn? 234, das hat Mortimer dir nie erzählt? Kann man den Spieß einfach umdrehen? Nun ja, 234? Am Ende bist du doch gar kein so guter Freund. Wenn du nicht einmal von der 234 weißt? Also, ach die! Du meinst die 234? Ja, genau. Mit diesem, Dings? Exakt. Ich sehe schon, du bist also doch ein guter Freund vom alten Mortimer. Na sicher! Großartig! Jetzt, wo du das bewiesen hast, darfst du mir auch den Diamanten geben. Endlich! Lecker. Pack ein, Ivo. Vielen Dank. Gern geschehen. Ja, okay. Nach diesem sehr erheiternden, aber auch sehr unverständlichen Gespräch würde ich aber sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.